Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video hier auf dem Kanal. Und zwar haben wir in unserem ersten Kanal-Trailer oder Video angesprochen, und zwar die Mitmach-Fanfiction, MMFF. Und hier möchten wir gerne erklären, was das überhaupt ist. Ja, Mitmach-Fanfiction, hat sie ja gerade schon in kurzem gesagt, ist eine MMFF. Was meistens hinter auch der Story steht, das bedeutet, die Leser dürfen mitmachen. Und zwar funktioniert das nicht wie ein RPG. Also nicht wie ein Roleplay-Game, sondern man füllt einen Steckbrief aus zu einem Charakter, der in der Story vorkommen soll. Und der Autor versucht, diesen dann so gut es geht einzubringen. Richtig, aber hierbei geht es nicht um einen Steckbrief, den ihr euch selber erstellt, sondern der Steckbrief wird meistens vorgelegt von einem von dem Autor der Geschichte, den ihr dann ausfüllen dürft. Genau, und zwar sind da meistens auch Sachen dabei, die für die Story wichtig sind. Daher ist es auch wichtig, auch alle Punkte auszufüllen. Richtig. Weil manchmal halt Story-Eigenheiten dabei sind, an die man vielleicht gar nicht denkt. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen dieses kurze Video gleich, um euch ein bisschen was zu den Steckbriefen zu erklären. Und zwar, wie man halt einen guten Charakter erschafft, beziehungsweise auf was man bei einem Steckbrief auch achten sollte. Richtig. Ja, wir fangen am besten mal. Von oben an, also allgemeines, ist meistens der Überbegriff von den ersten Punkten an, die unter anderem den Usernamen enthalten, der unabdingbar ist für die meisten Autoren. Wird auch in den meisten Steckbriefen wohl mit drinne stehen, hoffe ich zumindest. Ja, und bitte den wirklich nicht vergessen, weil wenn ein Autor mehrere Steckbriefe kriegt, kann er sich unmöglich merken, von welchem User der Steckbrief kommt, wenn er halt den Usernamen nicht mit drin hat. Und das kann einiges an Komplikationen hervorrufen. Genau. Naja, gut, es kommt immer auf die Geschichte an, ne? Also, wenn du einen ausgewählten Radius hast an so und so vielen Charakteren, ist das natürlich leicht zu merken. Wichtig wird es allerdings dann, wenn der Computer zum Beispiel abgeschmiert ist, beziehungsweise wenn einige Autoren behalten ihre Steckbriefe gerne in ihren Postfächern. Die Postfächer sind aber so ausgelegt, dass die verrutschen und von selbst gelöscht werden. Also zumindest ist das bei Fanfiction so, aber das ist auch bei Genau. den meisten anderen Portalen so. Richtig, und damit das halt nicht passiert, ist es halt unglaublich wichtig, dass sich der Autor auch an den User wenden kann, zum Beispiel auch wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dass er nicht gleich immer direkt suchen muss. Genau, und allgemeines findet man dann halt so noch Sachen wie Nachnamen, Vornamen, Spitznamen, Alter, Geschlecht, meistens noch Rasse oder Sexualität oder das kann halt dann auch woanders stehen. Genau. Auch bei den Namen ist es auch wichtig, dass ihr halt aufpasst, dass der auch in dieses Universum passt. Ich meine, nehmen wir jetzt mal den Namen John Smith, der ist ja auch schon vorbelastet. Ich meine, jeder, der den Namen hört, wird bestimmt seine eigenen Vorstellungen davon haben. Richtig. Man sollte halt daher auch darauf achten, der passt zum Beispiel auch nicht unbedingt in ein Universum, das irgendwie weiß ich nicht, in der ewigen Zukunft spielt oder sowas, Genau, irgendwo im Weltall. oder zum Beispiel ziemlich weit in der Vergangenheit. Das Ja. ist kein Name, der, na gut, John ist ja, ne, aber der Nachname halt zusammen mit dem Vornamen ist halt in unserer Welt gerade jetzt immer noch aktuell. Und wäre das also sinnvoll, wenn man den in einer Welt so wie in unserer gut nehmen könnte. Kommt natürlich auch darauf an, was der Inhalt ist von der Story, wenn er jetzt sagen. Hab vergessen, was ich sagen wollte. Erzähl. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das befasst meistens das Aussehen. Hier ist es. Was? Nein. Nächsten Punkt? Noch nicht? Noch nicht das Aussehen. Wir haben noch das Alter, das Geschlecht und die Sexualität. Oh, komm, das wird wohl doch jeder selber hinkriegen, oder? Naja, nicht. Also das Alter möchte ich schon noch mit drin haben, aufgrund dessen, dass zum Beispiel jetzt gerade in unserem Reich, also das Yama-Reich, ist es ja so, dass wir langlebige und kurzlebige Völker haben. Was so viel heißt, wie dass die langlebigen Völker tatsächlich über 1000 Jahre alt werden können, während kurzlebige vielleicht 300, 500 Jahre alt werden können. Da sollte man das Alter schon direkt entsprechend mit anpassen. Ja gut, das stimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Vampir macht, der irgendwie erst 16 ist und auf eine Schule schickt, dann ist das immer fraglich, weil bei den meisten Rassen ist es halt so, mit 16 ist man Kleinkind. Bei den meisten lang, also bei den langlebigen Bei den Völkern. langlebigen Rassen ist es Genau. meistens so, dass man halt erst wirklich mit 100 oder 200 oder Erst. 500 sogar erst erwachsen ist und halt auch erst ab dieser Zeit auf eine Schule geht und vorher halt wirklich noch dieses Kleinkind-Alter hat, beziehungsweise sowohl geistig als auch körperlich. Noch ziemlich unreif ist für eine Genau, Schule und dieser auf sowas Größenordnung. sollte man halt dann auch achten. Und wenn Unklarheiten auftreten, gerade was das Reich betrifft, einfach den Autor fragen. Habt nie Angst davor, irgendwie den Autor zu fragen. Nein, um Himmels Willen. Bloß nicht. Es gibt keine dummen Fragen. Ja, generell gibt es keine dummen Fragen. Gut, viele Sachen kann man sich halt meistens erschließen, indem man die Websites, die es meist halt bei Mitmach-Fanfiction dazu gibt. Zumindest bei unseren Geschichten gibt es immer eine Website dazu, wo halt auch vieles Richtig. erklärt ist.
Ja, wir wollen natürlich auch gerne auf unser Universum durchaus mit eingehen. Deswegen sagen wir hier auch ein paar andere Sachen noch dazu, die halt wichtig sind. Aber ich würde sagen, bevor wir weiter bei dem Alter ausschweifen, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zu dem Geschlecht. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, aufgrund dessen, dass sehr viele weibliche User unterwegs sind. Und im Vergleich zu dem, ist meine Erfahrung, zu wenige Männer unterwegs sind. Und das heißt auch, dass die meisten Frauen lieber Frauen erstellen. Das heißt, versucht, mögliches Gleichgewicht zu erzeugen, indem ihr sagt, gut, wenn es schon wenn schon so und so viele Leute weibliche Charaktere eingeschickt haben, macht es auch mal Sinn, einen männlichen Charakter einzuschicken. Genau, und das könnt ihr halt meistens auch bei dem Autor erfragen oder halt bei uns ist das oft auf der Website verlinkt, zum Beispiel wie viele bestimmte Rassen es schon gibt, wie viele Geschlechter es von welchen schon gibt oder Lehrer und Schüler. Solche Übersichten sind eigentlich auch immer ganz gut für die Leser, damit die einen Einblick haben. Es kommt halt sehr gerne einfach mal vor, dass man irgendwie 20 Frauen hat und 5 Männer. Ja. Das bringt auch keine gute, ausgewogene Story. Nee, eben. Wo wir dann auch zum direkt nächsten kommen, die Sexualität. Und zwar macht es hier auch mal Sinn, mal ein bisschen auszuschweifen zu sagen, wir haben auch Bisexualität mit drin oder vielleicht auch Homosexualität. Das macht die Geschichte auch nochmal vielfältiger und bietet dem Autor vielleicht auch noch mögliche andere Sachen. Meistens ist es auch so, dass der Autor sagt, zusätzlich zu der Sexualität, dass er zum Beispiel keine homosexuelle Parts mit drinne haben möchte. Das sagt er dann aber auch explizit. Sollte er zumindest, wenn er es halt nicht haben Richtig. möchte. Und ansonsten kann man halt auch ein bisschen ausführlicher werden, indem man zum Beispiel auch sagt, wenn er hetero ist, ob er vielleicht Interesse am gleichen Geschlecht hätte oder auch, was er halt dazu, was er halt davon hält, wenn jemand homosexuell ist oder bi oder halt, ob er das toleriert oder sowas, wenn diese Frage halt nicht explizit nochmal im Steckbrief mit drin ist. Gut. Was auch nochmal interessant wäre bei der allgemeinen Übersicht, beziehungsweise bei dem allgemeinen Punkt, ist auch mir aufgefallen, dass bei der Religion ganz oft ganz viel fehlt. Also manchmal ist es damit drin. Müsst ihr mal bei dem Steckbriefen gucken, je nachdem. Jeder sieht das anders, also jeder Autor. Und mir ist auch schon ganz oft aufgefallen, dass Religion ganz weit außen vor gelassen wird, wo man eigentlich super schön neue Götter mit einbringen könnte, die man dann halt so einen neuen Kult mit einbauen könnte. Es gibt den Autor manchmal auch einfach Ideen, was euren Charakter viel, viel interessanter macht. Genau, und da bin ich auch gleich bei einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Ihr könnt den Steckbrief auch ergänzen. Macht euch bloß keinen Kopf drüber, wenn da jetzt irgendwas ist, was ihr drin haben möchtet und ihr findet keinen Punkt dazu. Schreibt euch den Punkt einfach dazu. Zum Beispiel wie jetzt Religion, wenn der im Steckbrief nicht drin ist, ihr aber der Meinung seid, euer Charakter wäre jetzt zum Beispiel gläubig oder hätte irgendwie einen Gott, den er anbetet, schreibt einfach rein. Ich wollte gerade sagen, Das das sind ist. alles Ideen, die den Autor auch vielleicht auf eine gewisse Richtlinie bringen, beziehungsweise auf Ideen bringen, halt, was in der Story alles passieren könnte. Genau. Natürlich hat man auch ein paar Autoren dazwischen, die sagen, hör auf, meinen Steckbrief zu verändern, aber ehrlich gesagt, ist es da dann wichtig zu sagen, okay, dann ist das hier nicht unbedingt meine Baustelle, dass ich mir sparen kann, hier einen Charakter hinzuschicken. Warum auch? Weil letzten Endes ist es dann wahrscheinlich noch ein sehr junger Autor oder man versucht halt einen Kompromiss zu finden. Ja, also wenn er jetzt nicht explizit begründen kann, warum er gerade diesen Punkt oder wenn du halt das veränderst, warum du das nicht verändern darfst, mit erklärt, es kann ja auch sein, dass er eine feste Religion in dieser Welt hat. Richtig. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn er sagt, nein, er möchte halt nicht, dass diese Religion da drin steht oder halt andere Punkte. Eben. Also wie gesagt, Absprache mit dem Autor ist immer sehr wichtig. Richtig. Ja, gut, ich würde sagen, dann kommen wir zu dem nächsten größeren Punkt, weil ich denke, bei Allgemeines haben wir so ziemlich alles, was man normalerweise hat. Und auch viel mehr, als wir eigentlich Ja. wollten. Aber das ist, umso umfangreicher ihr am Steckbrief seid, umso besser ist es eigentlich. Ihr müsst nicht, also viele machen das auch, das ist auch eine Beobachtung von uns, dass viel wiederholt wird. Das muss aber gar nicht sein. Versucht euren Charakter doch vielschichtig zu machen. Ihr seid doch auch vielschichtig, oder nicht? Richtig. Hoffe ich zumindest. Und hier kommen wir auch gleich zum Aussehen. Und zwar ist es immer schön, wenn ihr zum Aussehen ein passendes Bild mit dazu schickt. Falls es das nicht gibt, ist das natürlich auch kein Problem. Ihr könnt die ganzen Sachen auch erklären. Ihr solltet aber bei dem Erklären auch darauf achten, dass euer Charakter vielleicht durch bestimmte Details wie Schmuck oder Tattoos oder halt auch meinetwegen die Haarfarbe aus der Masse hervorsticht. Es ist nicht interessant, wenn es irgendwie 15.000 Schwarzhaarige gibt, die alle die gleiche Frisur haben und die gleiche Augenfarbe und sonst nichts Auffälliges haben. Das macht euren Charakter halt ja schon vom Aussehen her 0815. Natürlich kann er vom Charakter immer her noch sehr viel aufholen, aber Werdet auch mal
fantasiereicher. Genau. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Pastellfarben, die man verwenden kann. Es gibt lilane Haare, die man nehmen kann. Gerade in einer Fantasy-Welt, wo halt viel mit Magie gefuscht wird. Genau, man kann auch sagen, er hat Hörner, er hat spitze Ohren, er hat... Wenn es keinen speziellen Punkt dazu gibt, wo man sagt, man kann die Rassenfähigkeiten bzw. als Äußerliche der Rasse halt mit einbringen. Genau, kann man das auch beim Aussehen machen. Genau. Und vergesst halt, gerade bei den Frisuren, es gibt viele, die da einfach nur bei Haare schwarz hinschreiben. Das ist absolut überhaupt nicht hilfreich. Also es sollte schon wenigstens erklärt werden, ob die kurz, lang, strubbelig sind. Also die Beschaffenheit die wäre dann halt ne, wichtig, manchmal auch. Das hilft vor allen Dingen, das hilft auch den Autors, sich diesen Charakter bildlich vorzustellen. Wenn man ein Bild von diesem Charakter im Kopf hat, ist es viel einfacher, den zu beschreiben. Richtig. Dann kommt er meist auch in der Geschichte viel, viel besser vor. Eben. Naja, bei den Augen zum Beispiel, wie gesagt, gerade auch in einer Fantasy-Welt kannst du mit den Augen so viel rumexperimentieren. Das ist unglaublich. Du kannst sternförmig machen, du kannst es meinetwegen auch herzförmig machen. Das gibt's auch schon, hatten wir auch schon. Es gibt auch Pupillen, also ja doch pupillenlose Augen. Es gibt so viele Augenfarben, die oft nicht verwendet werden. Wir haben neulich sogar eine Statistik gemacht, beziehungsweise Sisuna hat eine Statistik gemacht, in der sie mehrere Farben halt aufgeschrieben hat und tatsächlich kam heraus, dass es mehr Schwarzhaarige gibt als sonst was und das waren Augen. Und Augen waren größtenteils blau und grün, diese Standardfarben, die man halt bei uns auch hat. Das ist natürlich, natürlich gibt es sowas auch, aber es ist halt immer so, wenn es zu viele Charaktere mit demselben Typ gibt, wird es auch vom Aussehen her, wenn ihr euch eine Schule vorstellt, eine magische Schule, dann hat man, also beziehungsweise bei uns ist es so, wir haben halt diese Vielfalt, auch von den Rassen da drin. Was ich persönlich zum Beispiel schön fand, wir haben eine riesige Echse bekommen in genau. vielen Stories. Die ist 4 Meter groß, die fällt auf, die ist geschuppt, die hat einen Echsenschwanz, der nochmal 2 Meter lang ist. Die ist auffällig. Das ist ein Charakter, da kannst du schon am Aussehen her festmachen, wer dieser Charakter eigentlich ist. Genau. Und das ist einprägsam. Richtig. Dann kommt halt, wenn man schreibt Echsenfrau, man weiß sofort, wer das ist. Richtig. Oder Drachenmädchen, weil sie zum Beispiel geschuppt ist oder Flügel hat oder... solche Sachen. Oder ja, ein Teufelsschwanz zum Beispiel kommt dazu ja auch manchmal. Oder es können auch ganz banale Sachen sein, wie... Ein Fuchskopf. Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Das sticht auch extrem hervor. Fuchsköpfe oder was weiß ich, so ein Wolfskopf. Und wenn ihr in einer Fantasy-Welt einen Steckbrief schreibt, habt ihr ja meistens die Rasse im Kopf. Und versucht euch nicht unbedingt immer nur auf menschliche Rassen zu beziehen. Natürlich sind es meistens menschliche Rassen, die man so nimmt. Natürlich, Elfen haben auch irgendwie was Menschliches, aber man sollte doch auch dieses Elfische davon hervorheben. Richtig. Zum Beispiel, dass sie spitze Ohren haben und vielleicht spitze Ohren, das ist auch immer so eigentlich nichtssagend, weil die Ohren können auch lang sein. Lang und kurz, spitz. Oder sie können runterhängen, also beziehungsweise nach unten wachsen oder nach oben oder... In alle Himmelsrichtungen halt eigentlich. Ja, das genau. Sollte man nicht vor den Augen hängen. Dann sollte ich mir Sorgen machen. Wobei man das natürlich auch sagen kann, wenn man sagt, man nimmt ein Wehrkaninchen. Dann hat es eben Kaninchenohren. Wehrkaninchen? Ja. Ist das dein Ernst? Wieso? Es gibt eine ganze Menge Wehrtiere und wir waren letztens bei einer Wehrschildkröte angekommen. Von daher. Ich finde ein Wehrkaninchen, aber es wäre zumindest auch mal was Interessantes, ein Wehrkaninchen mit einzubringen. Was ich so sagen muss, ich habe auch mal einen sehr interessanten Charakter bekommen. Das war ein Wolpetinger. Ja, da habe ich auch schon einen, tatsächlich auch schon einen bekommen. Ja, tatsächlich? Ja. Wow. Wobei ich da aber auch sagen muss, da gehen die Legenden auch wieder auseinander. Das ist auch sowas, wenn ihr eine Rasse macht. Ihr habt ja eine Vorstellung davon, fragt, ob es die Rasse schon gibt. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt irgendwie hinschreibt, ihr macht irgendeine Rasse, arbeitet die extrem gut aus und dann gibt es die schon und die widerspricht total dieser Welt. Genau, einfach mal nachfragen, ob es dann sowas schon gibt und ob ihr, wenn es die noch nicht gibt, die komplett selbst erstellen könnt oder wenn es sie gibt, ob ihr vielleicht zusätzliche Sachen dazu könnt. Es gibt manchmal ja auch von einigen Rassen, unter anderem bei uns zum Beispiel Vampire, als Beispiel gibt es so viele verschiedene Unterarten. Es ist unglaublich. Oder eben auch Dämonen. Es gibt auch so viele unterschiedliche Dämonenarten. Ja, wo wir auch schon dabei wären, dass es unordentlich viele Höllen gibt. Wenn dann jemand schreibt, der ist irgendwie Prinz oder sowas. Aber dann, es gibt schon eine Hölle? Es gibt ja eigentlich schon eine Hölle, aber dann vielleicht auch eingehen, was diese eine Hölle ausmacht. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir gehen lieber mal die Stichpunkte, also den Steckbrief weiter. Ich würde eher sagen, wir machen hier mal ganz einen kurzen Cut und... melden uns dann in der nächsten Folge wieder. Richtig, da würde ich sagen, machen wir dann entweder bei der Kleidung weiter oder wir versuchen nochmal die einzelnen Punkte abzuklappern. Nein, ich denke, wir machen dann einfach weiter.
Gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Es euch hat hat euch dieses, gefallen. ja genau, es hat euch gefallen und ihr könnt uns ja Fragen runterschreiben, was ihr vielleicht noch so wissen wollt, auch Genau. bezüglich Steckbriefe oder Welt oder generell. Oder wenn ihr Ideen habt, dürft ihr sie auch gerne mal teilen. Genau. Also dann bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal, man hört sich. Tschüss. Tschüss.